Was wir hier beobachten, ist, dass diese Ampel, die einfach für die Kinder der sicherste Weg wäre über den Herdweg, nicht berücksichtigt wird von Autofahrern. Es gibt immer wieder Eltern, die ihre Kinder am Rucksack oder am Schulranzen rückwärts von der Straße ziehen müssen, weil der einkommende oder ausfahrende Verkehr sich nicht an die Ampel hält und auch nicht an die an die Tempobeschränkung 50 km/h. Rotsünder, Raser, unaufmerksame Fahrer. Irmgard Sprutmüller hat schon lange genug davon. Seit 8 Jahren kämpfen sie und eine Elterninitiative für mehr Verkehrssicherheit im Bereich der Freien Waldorfschule Böblingen und der Eichendorfschule. Die Elternbeiräte der beiden Schulen und der dazugehörigen Kindergärten haben ein Ziel. Wir möchten gerne, dass unsere Kinder das alleine bewältigen mit der Zeit. Den Schulweg dürfen hier viele Kinder nicht alleine zurücklegen. Zu groß ist die Sorge der Eltern, dass etwas passieren könnte. Deshalb begleiten sie die Kinder Tag für Tag. Irmgard Sprutmüller hat eine Vermutung, warum es die Autofahrer gerade an dieser Stelle so eilig haben. Ich denke, dass sie mental schon auf der Autobahn sind, wenn sie hier raus sind. Das folgen nicht mehr viele Häuser, keine dichte Bebauung mehr. Man ist eigentlich schon raus aus Böblingen. Um die Situation zu entschärfen, hat die Stadt bereits einen Blitzer und Hinweisschilder aufgestellt. Ich habe wiederholt gehört, diese Schilder werden überhaupt nicht wahrgenommen. Die haben noch nicht mal DIN A3 Größe. Das eine ist auch so gedreht, dass man es gar nicht sieht, wenn man ortseingängig hier runterfährt. Den Eltern ist klar, was hier passieren muss. Von der Waldorfschule bis zum Alten Friedhof, also auf einer Strecke von 1,2 Kilometern, soll Tempo 30 gelten. Das ist schließlich auch in den angrenzenden Wohngebieten der Fall. Die Ausnahme bildet die Sudetenstraße, in der bisher 50 gilt. Auch dort wollen die Eltern Tempo 30. Diese Forderung gibt es nun schon seit 8 Jahren. Jetzt hat die Stadt zum ersten Mal reagiert. Ein Interview vor der Kamera bekommen wir nicht. Schriftlich heißt es: Die Stadt will das Tempo möglichst vor allen Schulen, Kitas etc. auf 30 km/h reduzieren. Dazu muss geklärt werden, ob negative Auswirkungen auf den ÖPNV oder eine Verlagerung des Verkehrs in Wohnnebenstraßen zu befürchten sind. Wir streben eine abschließende Entscheidung spätestens bis zum Jahresende an. Wenn es sich dann zum kommenden Jahr ändert, sind wir, denke ich, alle zufrieden. Die Eltern hoffen, dass die Tempobeschränkung, wenn sie denn kommt, mehr bringt als nur Warnschilder. Dann könnten die Kinder im kommenden Jahr endlich alleine und sicher zur Schule gehen.